Jobst Fiedler hat ja auch eine wunderbare Brücke gebaut in die Debatte. Und dann würden wir Sie fragen, vielleicht darauf zu antworten. Und dann würden wir die Diskussion eröffnen. Ja, das ist eine Fragestellung. Natürlich, kein Kunde wird ein glücklicher Kunde, wenn er durch das Verfahren, dass er überhaupt Kunde ist, schon diskreditiert wird. Ich glaube, ich habe aber ein paar Beispiele aufgezeigt, in dem diejenigen, die die Leistungserbringer sind, eigentlich nur zwei Wege haben. Entweder der Auftraggeber ändert ein Stück seine Regeln oder man nimmt nur noch unter Sicherheitskorridoren an dem Wettbewerb teil. Das heißt, man nimmt am Ende an der Auftragsausführung selten teil, weil man dann zu teuer ist. Das System, mein Unternehmen hat sich in großen Teilen entschieden, sich aus diesen Arten von Versteigerungen zu verabschieden. Das kann man aber, da muss man auch fair sein, nur bei einer solchen Struktur machen, in der wir bauen als eine Kompetenz, brauchen auch für viele andere Bereiche und diese Kompetenz uns behalten wollen und deshalb eine bestimmte Qualität von Bauen auch in Zukunft sicherstellen. Aber wenn Sie etwa jetzt mal nicht den Infrastruktur, sondern den Hochbaubereich nehmen, wir bieten eben Projekte heute nach einem, sagen wir mal, Modell, das heißt bei uns One, eben an, in dem ein Kunde dreimal aussteigen kann, aber er muss uns an der Planung beteiligen. Wir müssen wissen, was er da bauen will. Wir müssen auch sicher sein, dass er alle Fragen beantwortet hat. Er kann dann sagen, okay, du hast geplant, ich verabschiede dich, weil du bist doch nicht der Richtige. Oder er kann zum Zweiten entscheiden, ob er uns an der Bauausführung beteiligt. Dann bauen wir zu einem Festpreis, den wir garantieren, weil wir haben ja die Planung gemacht. Er muss zum Dritten kann er entscheiden, ob er das mit einem Preis versieht, der uns für 25 Jahre die volle Haftung für die Bauunterhaltung und die Energiegrundkosten, also nicht den Preis der Energie, sondern den Verbrauch der Energie aufbürdet. Wir wissen aus unserem PPP-Erfahrung, wir können das garantieren, wir können das auch berechnen. Das heißt, ein Kunde, der sich auf einen solchen Prozess einlässt und in der Diskussion über die Planung mit uns nicht die Nerven verloren hat, hat nach dieser Planung eine Garantie für den Preis des Baus. Bei einem Hochbauprojekt sind das nur 30% der Lebenszykluskosten, das muss man auch wissen. Und er hat zugleich eine Garantie für die Zeit des Betriebs, 70% der Lebenszykluskosten in Bauunterhaltung und Energie. Das heißt, das ist auf dem Markt durchaus erlangbar. Das muss man wieder nüchtern sagen, das ist für die öffentliche Hand ganz schwer, weil es gibt nicht viele Wettbewerber, das heißt, schwer auszuschreiben. Es ist nicht mittelstandsfähig, das ist ein Problem in der Politik, muss man zugeben. Wir haben in Deutschland uns eine Baustruktur des Mittelstands geschaffen. Da war ich immer dran beteiligt, muss ich jetzt als Großunternehmen mich nicht drüber beschweren. Und das ist die eine Seite, also es ist in eine Mittelstandsfähigkeit nicht in einer vernünftigen Weise einpreisbar und ist auch sonst aus der Sicht der Beteiligten dann bei Wettbewerb und Mittelstand schwer rechtfertigbar. So. Und in Privatwirtschaft ist es übrigens auch nicht so ganz anders. Solange ich viele Fonds habe in Deutschland, die Projekte kaufen von Projektentwicklern mit Mietvertrag, gibt es überhaupt keinen, der an einer Lebenszyklusbetrachtung überhaupt ein Interesse hat, weil die Kosten kommen immer beim Falschen an. Also wir sind dort in einer Diskussion, die sicher noch nicht zu Ende ist. Wir haben da auch eine Debatte über Baukultur. Ich glaube, dass das langfristig nicht so überleben kann. Bei den großen Infrastrukturprojekten, gebe ich ehrlich zu, sehe ich zu PPP ernsthaft gesehen, wenn man sauber kalkuliert haben will, keine Alternative, weil es das einzig intellektuell im Augenblick denkbare Modell ist, in der die Preisverantwortung vom Auftraggeber auf den Auftragnehmer übergeht. Ihre Bemerkung über das Accounting ist richtig. Da kann ich zu meiner Verteidigung nur sagen, das Bundesland Hessen ist unter meiner Führung voll auf eine von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testierte HGB-Buchhaltung umgestiegen. Wir weisen diese Kosten aus, ja, weil Ihr Punkt ist richtig. Das würde ich aber übrigens jedem anderen, inklusive der Bundesrepublik in Deutschland, auch empfehlen. Für die Aufrechterhaltung der Kameralistik gibt es intellektuell keinen Grund. Der kann nur in Geschichte bestehen. Vielen Dank. Wir eröffnen die Diskussion. Und wenn Sie eine Frage haben, senden Sie mir einfach ein Signal. Der Herr hat. Und dann sagen Sie kurz, wer Sie sind. Und, mein Name ist Dietmar Riemer, ich komme vom Norddeutschen Rundfunk. Herr Koch,
Es gibt ja nicht nur diese ganz prominenten Beispiele, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es gibt auch die Ebene darunter. Und wenn man die summiert, kommt man auch auf eine ganz ordentliche Zahl, wenn man das volkswirtschaftlich zusammenrechnet. Was mir gefehlt hat bei Ihrem ansonsten wirklich beeindruckenden Vortrag ist, dass Sie nicht darauf eingegangen sind, vielleicht haben Sie es auch nicht bemerkt in Ihrem neuen Job, dass immer weniger, nicht nur in der Bauindustrie, sondern auch in artverwandten Branchen, immer weniger nach den Gesetzen des sogenannten ehrbaren Kaufmanns vorgegangen wird. Und das gipfelt, da ist eine ganz neue Kultur reingekommen in den letzten 10 Jahren. Und das gipfelt in dem Satz eines Bauunternehmers, den habe ich selbst mal gehört, der zu dem Bauherrn sagte, wissen Sie was, ich bin hier nicht hergekommen, um eine Brücke zu bauen, sondern um einen Vertrag zu erfüllen. Und das ist eine Denke, die führt natürlich sofort zum Anwalt und da ist auch jeder gut beraten, da den kürzesten Weg zu nehmen. Sehen Sie aus Ihrer neuerlichen Erfahrung, sehen Sie solche Tendenzen auch oder bildet man sich das nur ein? Also ich sehe keine, auch sag mal, selbstverständlich gibt es das bei Befinger nicht, aber unabhängig davon ist, ich sehe das auch nicht in den Diskussionen mit Menschen, die auf mich zukommen, du bist jetzt einer von denen und die Erfahrung, das gibt's. Aber wenn ich genauer hinschaue, und es gibt ja auch große juristische Auseinandersetzungen über sehr viele Bauprojekte, also auch kleinere Bauprojekte als die Milliardengräber, über die wir da als Anführungszeichen als ein schlechtes Wort gesprochen haben. Und ich habe mir viele solche Projekte auch im eigenen Unternehmen angeschaut. Da gibt es kein eindeutiges der oder jener, sondern da hat sich in der Tat etwas verkantet, was damit zusammenhängt, dass der eine eben sagt, du hast genau den Vertrag zu erfüllen und der andere sagt, okay, dann erfülle ich halt genau den Vertrag. Also das ist eine wechselseitige Diskussion des Rückzugs aus Angst, aus Glauben, man hätte beim Vertrag besonders trickreich wechselseitig genau das Richtige herausgeholt oder genau das Richtige übersehen. Also es ist ein Teil dieser Kultur, die eben den Preis nicht definiert bei Auftragsvergabe, sondern die ein Stück des Fingerhakeln während der Bauphase zu einem wichtigen Teil der Gesamtpreisgestaltung gemacht hat. Das ist in Deutschland in der Tat ein Punkt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es woanders nicht gibt. Aber wenn Sie zum Beispiel in Amerika bauen oder mit Amerikanern bauen, dann sehen Sie, dass diese Frage Vertrag noch ganz anders gelebt wird. Der ist sehr viel präziser und der Amerikaner verbittet sich sogar einen Vorschlag zur Verbesserung. Also, er sagt, bau den Vertrag und frag mich nichts. Ich habe mir den gut überlegt und du baust den. Und bitte diskutiere nicht mit mir. Punkt. Und dafür bezahle ich genau das, was ich dir gegeben habe. Ende. Das können wir Deutsche nicht, weil wir sagen, pass mal auf, wenn die Wand 10 cm nach rechts sitzt, dann kann der Rollstuhl da durch. Soll ich sie jetzt da bauen, wo du sie geplant hast, oder 10 cm nach rechts? Dann sagt natürlich der Beteiligte, ja, 10 cm nach rechts. Dann sagt er, ja, gut, aber das ist eine andere Wand, und muss ich umplanen. Und dann beginnt diese Diskussion. In der Tat, in anderen Kulturen sagt er, pass auf, ich habe mir das durchdacht, da fliegt der raus, der die geplant hat, weil der Rollstuhl nicht durch die Tür geht, aber die Wand wird gebaut. Weil man sagt, wenn ich das aufgebe, explodiert mir die Veranstaltung. Also da hängen Kulturen auch dahinter. Und wir müssen einfach gucken, dass wir da wieder ein Stück in Tritt kommen. Das wollen wir nicht verstehen, dass es solche Sätze gibt, gerade bei kleineren Bauprojekten. Aber das sozusagen zum Generellen zu machen, da muss ich jetzt auch mal sagen, wir haben 18.000 deutsche Bauunternehmen. Die bringen mehr als 80% der Bauleistung in Deutschland. Das sind Leute im Ort, im Dorf, nebendran mit 5 bis 15 Mitarbeitern und einigen Subunternehmen, die dann jeweils dazukommen. Die sind in ihren sozialen Umgebungen verortet. Die bauen für die Gemeinde, für den Landkreis, für den Nachbarn. Zu glauben, dass sie alle überleben würden als gegenseitige Verbrecher, ist doch unwahrscheinlich. Also das heißt, diese Kultur des Bauens in Deutschland ist jetzt eigentlich auch prinzipiell so eine, wo man sagen muss, oh Gott, wenn was ist. Da würde ich auch verwarnen, dass wir da uns in ein neues Problem hereinsteigern. Wir haben eigentlich genug Probleme, die wir uns eingeredet haben. Wir müssen aufpassen, dass wir da die Übersicht behalten. Ich heiße Ulrich Herzfeld, bin vom Bauministerium, aber Gott sei Dank für Stadtentwicklung zuständig. Und ich möchte gern auch Ihre beiden Köpfe nochmal ansprechen, und zwar ähnlich wie der Kollege, warum Sie bestimmte Dinge nicht erwähnt haben. Es ist ja auffällig in der öffentlichen Debatte, auch in der politischen Debatte, gibt es eine relativ schnelle Schuldzuweisung, sind die Politiker, das politische System, in der Kurzatmigkeit, mit der Tendenz, alle Probleme nach hinten zu schieben,
und so weiter. Wurde jetzt hier auch mehrfach gesagt. Warum haben Sie das eigentlich nicht erwähnt? Also das ist ja sozusagen die normale, medial verstärkte, bis zur Unkenntlichkeit verstärkte öffentliche Auffassung in diesem Bereich. Das Erste. Das Zweite ist, Sie als jemand, der zu bauen versteht. Es gibt ja eine Reihe von Leuten, die sagen, dieses System, mit dem wir bauen, ist viel zu fehleranfällig geworden, risikoanfällig. Es ist ein wahnsinniger Kostendruck auf diesem Metier, der dazu führt, dass dieses System des Bauens sich unheimlich spezialisiert, aber auch durch diese Delegationsprinzipien, Subunternehmer, irrsinnig risikoanfällig wird, wenn irgendwo einer umfällt, geht das Umfallen insgesamt los. Und dritte Bemerkung zu den üblichen Erklärungsansätzen, warum so etwas geschieht, gehört ja auch, dass wir uns auch speziell in Deutschland zum Thema Kultur schon ziemlich weit nach vorne gewagt haben, was so Regelungen anbetrifft. Jedes Risiko wird durch eine Regelung irgendwie versucht zu begrenzen, auch politisch, durch den politischen Aktionismus, kennen Sie. Warum haben Sie das eigentlich nicht erwähnt, dass, wenn Sie zum Beispiel noch heute die Brandschutzvorschriften nehmen, ich darf es ja gar nicht laut sagen, aber wenn irgendein Brandschutzingenieur was sagt, ist Schluss. Da wird nicht mehr debattiert, da wird auch nicht mehr abgewogen, da werden die irrsinnigsten Aufwände betrieben, um das aus der Welt zu bringen. Also Fragen, warum ich das Erste nicht erwähnt habe, weil ich das nicht für so ein großes Problem halte. Ganz einfach. Ich glaube, dass diese Einschätzung, Politiker sind immer nur kurzfristig denkende Leute, die eine Perspektive haben, ist weder mein Selbstverständnis noch meine Lebenserfahrung. Es ist eine sehr große öffentliche Wahrnehmung, aber ich glaube, hat mit dem Problem wenig zu tun. Was etwas damit zu tun hat, das muss man fairerweise sagen, ist, dass die Bereitschaft, in den Projektentwicklungsphasen permanent Preisanpassungen einzurechnen, die ist unterentwickelt, weil man will sich nicht sozusagen zum Preistreiber eines noch nicht genehmigten Projektes machen. Das ist eine politische Logik, die kann man auch kritisieren, da kann man unterschiedliche Antworten finden. Das ist sicherlich immer wieder ein Problem, wenn ich 5, 6, 7 Jahre Planungszeit habe und es ja in der Tat dort nicht nur die Kostensteigerung der Inflation gibt, sondern, wie Sie zu Recht sagen, sich rechtliche Bedingungen ändern. Zu den Phänomenen des Berliner Flughafens gehört, dass kilometerweite Leitungen verlegt worden sind, die zu dem Zeitpunkt des Baubeginns nicht isoliert werden mussten, aufgrund der langen Bauphase, aber zur Zeit der Abnahme isoliert sein mussten. So, dazwischen liegt halt das, was Herr Ammann und andere da jetzt lösen müssen. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben, unter dem Gesichtspunkt, ist das zu komplex geworden? Meine Antwort, sorgen Sie für ordentliche Haftungsstrukturen, dann muss einer den Kopf für ihn halten. Punkt, ja, das ist ein Managementproblem, das kriegen wir in unserer arbeitsteiligen Welt auch nicht mehr hin. Anders, weil die Anforderungen an das Bauen sind halt qualitativ völlig andere geworden. Ich brauche an jeder Ecke Spezialisten die kriegen Sie wahrscheinlich im Unternehmen gar nicht mehr vorgehalten. Außerdem habe ich nicht mehr an jedem Ort die Kräfte so verteilt in der Bevölkerung, etwa gewerbliche Bauarbeitnehmer, die gibt es einfach gar nicht mehr. Wenn ich ein ordentliches Moniersystem auf einer größeren Baustelle habe, dann weiß ich, aus welcher Landsmannschaft die Leute kommen. Und wenn ich Betonfacharbeiter brauche, auch. Das sind übrigens Unternehmen, habe ich jetzt im eigenen Haus, sozusagen, wenn man reinkommt und sich das anguckt, das sind teilweise Subunternehmer, die arbeiten seit 20 Jahren nur für 3 oder 4 Firmen. Die sind völlig integriert in alle Qualitätsmanagementsysteme. Also das Versuppen alleine sagt noch nichts darüber aus, ob das gut oder schlecht ist. Aber natürlich sind die Risiken steigen. Aber da habe ich eine einfache Antwort. Geben Sie die Verantwortung an die richtige Stelle. Warum ist das wieder so schwer? Da lamentiere ich jetzt nicht. Aber man muss wissen, über die Wettbewerbsstruktur in Deutschland verdient man mit dem Bauen verdammt wenig Geld. Aber das kann man nicht. Das ist ein Geschäft, das in aller Regel nicht von kapitalmarktgetriebenen Gesellschaften gemacht wird, zu 80%. Das heißt, wenn dort ich 2% von meinem Umsatz am Ende verdiene im Jahr, kann ich davon ordentlich leben. Wenn eine kapitalmarktorientierte Firma 2% im Jahr verdient, dann muss sie sich überlegen, ob sie sich von der Börse nimmt. Das ist ein Unterschied. Also entsteht dort eine Wettbewerbssituation. Das Großbauprojekt wird dann aber auch nur so bepreist im Wettbewerb, weil es auch immer noch eine Grenze zum Mittelstand gibt.
und dann sind alle Beteiligten wieder dabei. Darüber lamentiere ich aber nicht. Damit muss ein Bauunternehmen fertig werden und entweder muss es das Risiko in Kauf nehmen, das Projekt defizitär abzuschließen oder darfst du den Preis nicht anbieten. Das finde ich, mein marktwirtschaftliches Verständnis ist da relativ klar. Man soll sich, nur der Staat muss wissen, er muss ein System haben, mit dem er es nicht auf seinem Buckel austrägt. Und die derzeitige VOB ohne PPP, ohne andere Dinge, schafft halt das Risiko, dass die Veranstaltung wieder bei dem landet. Und das muss der Staat wissen. Ja, und daraus habe ich eine Konsequenz gezogen. Ich habe gesagt, unter den Bedingungen baue ich nicht mehr als Bauherr. Ich bin es leid, mir diese Debatte an jeder einzelnen Stelle anzuhören. Ich weiß aber, dass ich den Korruptionsschutz nicht überwinden kann als Staat und auch nicht will. Wie löse ich das Dilemma? Indem ich, nehmen Sie mal, wir haben den gesamten Bodenmanagement in Hessen, also was man früher Katasterämter und ähnliches neu geordnet, aus weiß der Teufel 38 Behörden 7 gemacht. Und dort haben wir entschieden, wir geben alle bisherigen Liegenschaften auf, verwerten sie, Ende der Durchsage, und schreiben 7 Projekte aus, die wir jeweils für 20 Jahre mieten. Mit den modernsten technischen Ausstattungen, alles, was wir haben. Und wenn in 20 7 unsere Nachfolger der Meinung sind, dass man keine 7 Behörden mehr braucht, sondern 3, oder dass sie andere technische Ausstattung brauchen, dann können sie ohne einen Cent dafür zu bezahlen, neu anfangen, das für die Zukunft zu machen. Das bedeutet nicht, dass es geschenkt ist, aber da wir eine Buchhaltung haben, in der wir es ordentlich reinziehen können, ist das eine Lösung dieses Problems. Ja, aber das war die Konsequenz, die man daraus hat. Letzter Punkt. Geben Sie ein Stichwort, nehmen Sie mir ohne Zettel. Vorschriftenflut, ja. Da bin ich hin und her gerissen, weil ich als Politiker weiß, dass die Grenzen ja kaum einzuhalten sind. Wie wollen Sie mit einem Brandschutzbeauftragten eines Potsdamer Landkreises ernsthaft diskutieren, wenn in Düsseldorf ein Flughafen gebrannt hat? Muss doch einfach sehen, das ist in unserer Gesellschaft so. Ich weiß nicht, ob wir das alles brauchen. Wir haben in Hessen das härteste Rettungszeitengesetz und anderes. Ich habe dagegen immer ein Stück opponiert. Ich habe einen Sohn, der ist in der Freiwilligen Feuerwehr, der erklärt mir, warum das unverzichtbar ist, und zwar mit guten Gründen. Also, verstehen Sie, es ist an dieser Grenze, weiß ich es, aber da sage ich, das müssen Kosten der Gesellschaft sein. Die müssen beim öffentlichen Bauen, müssen die einen Teil in den Steuern drin sein, in den Preisen. Man kann nicht Brandschutzvorschriften erheben und sie anschließend nicht bauen wollen. So, aber man muss, das bedeutet nicht, dass man sie nachträglich einpreist. Das bedeutet nicht, dass man sie sozusagen nicht offenlegt oder sonst was. Wir haben beschlossen und auch aus guten Gründen, dass das so ist. Und was halt gar nicht geht, ist, einen Brandschutz zu planen, den man anschließend nicht baut. Das ist keine Frage des Standards, sondern das ist eine Frage der Realisierung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Koch, für Ihre Rede. Vielen Dank, Jobst, für den Diskussionsbeitrag. Und vielen Dank an Sie, verehrtes Publikum, fürs Kommen. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank.